Servus und hallo, Sven hier. Heute darf ich euch im Namen der Hummer Flashlights die Icebeam P20 vorstellen. Das Produkt ist ein extremer Thrower mit einer Reichweite von 1280 Metern bei 5500 Lumen und hat eine sehr, sehr extravagante Optik. Sehr, sehr robust. Also es gibt ja auch schon Videos und Bilder von Icebeam, wo man das Ding ins Wasser schmeißt oder auch immer dagegen schlägt. Also es sieht wirklich sehr brachial aus. Zur Bedienung Icebeam typisch über den Seitenschalter starten, dann könnt ihr draufbleiben und vier Helligkeitsstufen abrufen. Durch längeres Draufbleiben am Anfang könnt ihr den Moon-Modus abrufen, also den schwächsten. Durch einen Doppelklick geht sofort das Ganze in Turbo und durch einen Dreifachklick haben wir sofort die Stroboskopfunktion. Das Ganze könnt ihr dann ja auch sperren, wenn man hier länger draufbleibt. Dann blinkt die P20 und ihr könnt euch sicher sein, dass er weder hinter noch vorne durch unbeabsichtigtes Einschalten, im schlimmsten Fall, Kleidung verbrennt. Ein Lieferumfang dabei, die P20, ein Customizer Akku sieht man hier, hat nämlich keinen Button Top, er ist komplett flach. Man sieht auch, man kann hier auch schon ahnen, was hier passiert. Das heißt, im Umkehrschluss, ihr könnt es zwar betreiben mit zwei getrennten 21700er Akkus, was ich jetzt hier gemacht habe, aber dann ist der Heckschalter komplett unwirksam. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, hätte man vielleicht eleganter lösen können. Des Weiteren dabei, eine Anleitung, ein kleines Lanyard, Ersatzteile wie Dichtungen und nochmal ein Teilkappschalter hier. Bei uns als Zubehör gibt es noch den grünen Filter und ihr könnt bei uns das ganze Produkt auch kostenfrei gravieren lassen. Wir gehen mit dem Ganzen nachher mal nach draußen und schauen uns die ersten Beamschutz an. Hier nun die Bedienung der P20. Heckschalterbetätigung ruft die maximale Helligkeit ab. Seitenschalterbetätigung startet im zuletzt beendeten Modus. Draufbleiben kann man vier Helligkeitsstufen abrufen. Beim Einschalten länger draufbleiben erreicht man den Moon-Modus oder aber sofort Doppelklick ebenfalls Turbo oder mit Dreifachklick Stroboskop. Das Ganze kann gesperrt werden, indem man länger draufbleibt. Dann fängt die P20 an zu blinken. Und jetzt geht weder hinten noch vorne irgendwas an.